Epas. Sieht zwar aus, als wären die Lümmel aus der Gilde alle schon drin. sollen wir ihnen folgen? Hört sich gut an. Wir verfolgen sie, aber lass uns dabei unentdeckt bleiben. Wenn die Zeit gekommen ist, irgendwo im Inneren der Höhle, dann schnappen wir uns dieses erbärmliche Reliktfragment von Foxbell. Danach flitzen wir zum tiefsten Teil der Höhle. Wir werden alle den Ruhm für die Lösung des Rätsels einsacken. Brillant, Boss. Dein Plan ist perfekt. Natürlich ist er das. Sei es drum. Wir werden es sein. Team Totenkopf. Wir werden diejenigen sein, die das verborgene Land entdecken werden. Okay. Salzwasserhöhle Idis. Bam. Ein Krabbi weggehauen. Okay, Plauderguy ist Level 36 und macht gar nichts. Scheinbar. Außer Spiegeltrick. Oh, aber die Musik ist ganz cool. Schwertanz. Oh, sheesh. Boah, Digga, ich verkack mal wieder richtig im Raum finden, ne? Huch! Hat hier irgendjemand Niesel? Ach du Oh mein Gott. Ein Gastrodon. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, Foxy wird hier gut kassieren, I guess. Wenn ich nicht aufpasse. So, können wir die Jurops und die Gastrodons und so gerne mal treffen, bitte? An die Adlibs an Infinite Fusion Gribat. Okay. Let's go. Ja, by the way, danke schön für den Resub, ne? Du weißt Bescheid. Vielen Dank für die Unterstützung. Oh Gott. Die Glitzerbox. Ich habe mich, by the way, nicht gut vorbereitet, ne? Ich habe tatsächlich... Wobei, oh shit. Scheinbar habe ich noch übel viel Trash dabei vom letzten Abenteuer. Oh nein, renne ich jetzt wieder in die verbrauchte. Okay, wenigstens haben wir jetzt einen Spectator. For you, please treffen. Hat er mich gerade mit 4 KP gehabt? Oh mein Gott.
Okay, keine Tentakels mehr aussaugen. Das Ding hat zu viele eklige Tentakel. Ja, Plaudergei kann halt gar nichts, ne? Das ist halt echt ein Ding. Oh Gott. Rudi, mach nicht diesen. Gerne gefangen. Sprich, angeworben. Wollen wir eigentlich dem Ding mal noch eine geile Attacke beibringen oder so? Ich habe vieles geile Items wieder dabei, ne? Obwohl ich die nicht dabei haben dürfte. Okay, Halbzeit. Oh, nice! Hier können wir die ganzen Items, ne? Wir sind ziemlich weit ins Innere der Höhle vorgedrungen. Hey, Plaudergei, sind wir bald an der Stelle? Hey, wir sind fast da. Wie schon gesagt, jeder Schritt führt uns an dem großen Pokémon entgegen. Ich bin gespannt, was das für boshafte Pokémon sind. Ups, Entschuldigung. Hey! Lange her, Schwächlinge. Oh, ihr seid dieses nette Team, nicht wahr? Ist es das? Das Reliktfragment? Das ist... Ich nehme das an mich. Hey! Jetzt wirst du schon zum zweiten Mal deshalb ausgeraubt. Du lernst es eben auch nicht. Du bist halt viel zu dumm. Warte bitte. Ich fürchte, ich kann dem Ganzen hier nicht folgen. Warum seid ihr überhaupt hier? Wir haben keinen von Team Totenkopf gesehen seit der Expedition. Ich war um eure Wohlbefinden besorgt. Besorgt wie? Eure Gilde ist voller gutgläubiger Trottel, die drauf warten, geschröpft zu werden. Oh, dein Verhalten und deine Sprache sind auf einmal so umgehobelt. Plaudergei! Sie haben die Gilde die ganze Zeit hinter das Licht geführt, rafft du das nicht? Sie sind ein schlechtes Erkundungsteam. Team Totenkopf besteht aber aus einem Haufen krummer Hunde. Was? Stimmt das? Was denn doch? Man muss schon unbeschreiblich dumm und naiv sein, sie so lange täuschen zu lassen. Nein, naja, wir haben jetzt das Reliktfragment. Jetzt müssen wir nur noch zum verborgenen Land gehen. Heult euch die Augen aus, ihr Schwächlinge. Und die werden gefistet werden gleich. Kyogre wird die vernichten. Diese miese Schufte. Mich zum Narren zu halten. Damit werden sie nicht durchkommen. Ich aktiviere den Ultra-Instinkt. Oh nein. Oh boy. Wir müssen das Reliktfragment zurückholen. Oh, und ich meine, Plaudergei müssen wir auch retten. Speichern. Okay. Ich kann nicht meine Items abgeben. Okay. Okay. Das ist ein anderer Vibe. Das ist ein Yugong. Ja, oha, okay. Hä, seit wann kann die Treppe irgendwie inmitten der Räume sein? Spiralband. Behauptet Angriff und Spezialangriff. Ach so. Warte mal, was?
macht es keinen Einfluss. Okay, das ist Trash. Trash. Woher wissen die, was Hunde sind? Ja, das habe ich mich auch gefragt, ne? Ich meine, sie können ja schlecht sagen. Das sind ganz miese Pfiffchen. Weil damit würde man ja eine ganze Spezies schlecht reden, right? Das wäre ja Hate Speech. Deswegen muss man etwas Imaginäres nennen, was es gar nicht gibt. Sowas Dummes wie Hunde. Oh boy. Okay. Oh Gott, Tentacher. An deinem Tentakel habe ich zum letzten Mal gelutscht. Oh Gott sei Dank treffe ich das Ding. Bam, badadam, bam, badadam, bam. Wo ist... So. Also wenn wir nicht immer verfehlen würden, ne? Also, wo, no joke, jeder dritte Move von uns misst. Das ist schon ein Tipp-Elixier. Was zum Teufel ist ein Tipp-Elixier? Oh, das waren diese Fake-Items, ne? Ein Sachtsamen. Ich glaube, es gab diese komischen Fake-Items. So, erstmal das Stern-Du weggehauen. Oh boy. Ein Silbergummi. Jawohl, den nehmen wir doch mal mit. Stopper-Orb. Ja, brauchen wir den. Alle Gegner sind versteinert. Lul? Das ist sehr witzig. Ja, Orbs sind halt ultra geil für so... Hinter... Ne, so... Hinterhaltsräume. Ich hätte richtig gerne mal diese Röntgenaugen, Alter. Diese Röntgenbrille. Kriege ich die bald mal? Mal wieder der letzte Raum. Salzwasserhöhlengrube. Nun, wir sind tief hinabgestiegen, aber wir haben weder Plaudergeil noch Team Totenkopf aufgeholt. Aber dieser Ort, das ist furchtbar heiß und feucht hier. Oh, diese Stimme kam von da drüben. Gehen wir, Sefi. Oh, wo ist Team Totenkopf? Was ist mit euch geschehen? Das kann nicht sein. Seid ihr von einer geheimnisvollen Gruppe Gegner angegriffen worden? Hast du das vorher sehen können? Wäre hilfreich gewesen, das zu wissen. Nicht, dass ihr es uns erzählt hättet. Ist guten Tag, alles okay? Warum interessiere ich mich überhaupt für den Trottel? Das frage ich mich gerade auch. Wir sind eurer Gnade ausgeliefert und du fragst, ob wir okay sind. Ihr klärt großzügig, könnt ihr Trottel denn doch sein. Eure Sorge zielt ins Leere, wir kommen wieder auf die Beine. Dieser aufgeblasene Plaudergei, er hat mich genug geärgert, damit ich durchhalte.
Dieser Plaudergeil kam erst lange, nachdem wir niedergestreckt wurden, vorbei. Da beschimpfte er uns mit einer Reihe sehr gewählter Worte. Lul? Nach seiner Schimpftirade ging er seines Weges. Was er über uns gesagt hat. Ich sehe immer noch rot. Ich scheine so sehr vor Wut. Oh no! Plaudergeil hat ihm die ganzen Online-Sprachnachrichten von wütenden Elfjährigen gesagt. Von damals, weswegen er gebannt wurde. Damit ich diesen miesen Plaudergeil heimzahlen kann, dieser kleine Drecksack. Aber bei längerem Nachdenken, wir waren da am Aufgeben. Als uns dieser Plaudergeil mit seinen Schimpfereien rettete. Okay, können wir die Idioten hier einfach mal sein lassen? Ehrlich gesagt, die jucken mich halt null. Wir können doch nicht einfach so vorbeigehen. Wir sind doch die Guten in der Geschichte. Hier, das Reliktfragment. Plaudergeil, der Trottel hat es einfach vergessen. Hier, nehmt es zurück. Skontank, bist du doch nett. Nein, ich habe einfach keinen Bock mehr auf euch. Verpisst euch jetzt. Oh, danke. Wofür der Dank? Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Euch. Oh, stimmt, da war ja was. Plaudergeil ist ja noch da. Sorry, wenn ich das skippe, aber das ist eh nur Trash Talk. Ihr beide könnt euch bewegen. Das ist nicht dein Ernst. Die Art, wie sie uns zerlegt haben. Ich bin immer noch krass kaputt. Okay, dann bin ich gespannt, was hier das krasse Pokémon sein soll. Klappe zu. Hey, Plaudergeil! Ihr beide seid wachsam. Sie sind ganz nah bei uns. Ich konnte ihre flüchtenden Umrisse erkennen, als ich sie verfolgte. Aber als ich an dieser Stelle kam, habe ich sie schon aus den Augen verloren. Aber es scheint nicht zu geben, wo man sie verstecken könnte. Was ist das? Eine seltsame Verordnung. Das sind nur Felswände um uns rum. Ich bin kurz davor, mich zu erinnern. Da ist es! Da, als sie mich letztes Mal angegriffen haben. Sie erschienen aus dem Nichts, aber tatsächlich kamen sie. Oh. Oh no. Pass auf! Sie sind über uns! Was? Oh, na sieh mal einer an. Vierfachschwächen. Lecker. Ich bin Gabudops. Und wir sind die Gebrüder. Aber Rosa. Allen Eindringlingen muss eine Lektion erteilt werden. Nimm das. Bro, ich bin. Oh nein, Plaudergeil! Was? Damit lasse ich euch nicht davon kommen. Was haltet ihr davon? Dieser Held hat seine Kameraden mit seinem Körper geschützt. Das ist nicht wirklich klug, oder? Hey, ich erinnere mich. Kabutops, dieser große Held war schon mal hier. Wir haben ihn auf die gleiche Weise umgehauen. Das hat er schon zum zweiten Mal gemacht. Dafür muss man schon sehr, sehr beschränkt sein. Sagt, was ihr wollt, diese beiden. Sind unsere besten Rekruten. Ich lasse nicht zu, dass ihnen etwas zustößt. Plaudergeil, du Süßer. Oh, Plaudergeil. Ihr seid als nächstes dran. Nehmt das. Let's go. Okay. Warte mal, die Orbs, die sind alle immun gegen Orbs, right? Aber gegen was sie nicht immun sind, sind so Sachen wie Schlafsamen. Okay. Gibt es etwas, was ich nehmen kann? Weil in dieser Runde kann ich praktisch noch nichts machen. Trefferorb erhöht die Volltrefferrate.
Top-Elixier, Persingband. Okay, ich glaube, ich nehme einfach den Treffer. Oh, der wurde einfach geblockt. Okay, cool. Oh my goodness. Ich glaube, Foxy wird heftig zerfetzt werden, aber okay. Giga Drain. Ja, Foxy resistiert, ne? Sie resistieren halt vierfach, während ich vierfach treffe. Oh! Du bist einfach gestorben, der Junge. Ah, die sind ja easy, Bro. Aber ich verfehle jetzt halt schon wieder zum dritten Mal. Wie viele Moves habe ich denn jetzt schon wieder verfehlt? Die können ja nichts! Bro, it wasn't even close! Plauderguy! Bist du okay? Halte durch! Oh, damn, boy! Oh, diese Stimme! Ich gilt Meister! Knuddeluff! Und auch Reptane. Die hätten auch nicht 5 Minuten vorher kommen können. Meister! Was macht Reptane beim Gildenmeister? Das erkläre ich später. Das hier ist wichtiger. Plauderguy? Das ist übel, Plauderguy ist zu Boden gegangen. Oh, Donnerwetter! Voll die Volltreffer kassiert. Plauderguy! Bist du okay? Bist du verletzt? Mir geht es gut, ich bin gesund und munter. Wie ihr seht. Plauderguy. Bist du mir leid, Plauderguy? Wäre ich doch nur früher gekommen. Gildenmeister, aber das ist so erniedrigend, von denselben Gegner besiegt zu werden, schon wieder. Ja, das ist nicht wahr, Plauderguy. Als wir das letzte Mal herkamen, da wurdest du sofort K.O. geschlagen, Plauderguy. Deswegen wirst du dich kaum erinnern können, aber damals, als die Bande von Kabutops sich auf dich stürzen wollte, hast du mich vor der Attacke beschützt, Plauderguy. Wie bitte? Gleich danach habe ich mir die Bande von Kabutops vorgeknöpft. Wenn du nicht gewesen wärst, um die Attacke abzufangen, Plauderguy, ich wäre auf der Stelle zu Boden gegangen. Ohne Plauderguy hätte es für mich übel ausgesehen. Oh, das ist... War das nicht so? Plauderguy, du bist... mein unverzichtbarer Partner. Oh, es ist eine Ehre für mich, das zu hören. Das macht mich zu einem sehr glücklichen Pokémon. Oh, Scheiße, er hat das Zeitliche gesegnet. Plauderguy. Leute, bleibt ruhig. Ja, er wird durchkommen. Er hat eine sehr effektive Steinkante gefressen. Und es hat ihn gekrittet. Ihm bleibt noch Zeit. Schafft ihn jetzt in die Gilde. Und schnell... gehen wir alle zur Gilde zurück. Nein. Wir werden Plauderguy zurück zur Gilde bringen. Aber ihr, Sephi und Foxy Bell, und du, Reptane, ihr drei müsst weitermachen. Ihr müsst Voldemort finden und das Schachspiel gewinnen. Aber... macht euch keine Sorgen. Und außerdem, wenn ihr jetzt nicht weitergeht, dann hatte Plauderguy sich für nichts und wieder nichts vor euch geworfen. Das seltsame Muster liegt vor uns. Beeilung. Danke, Knuddeluff. Endlich mal einer, der ein bisschen Verstand hat. Lass uns gehen, Foxy und Sephi. Okay. Gehen wir, Sephi. Viel Glück euch. Findet das verborgene Land.
Raptain, wie bist du denn hier gelandet? Knuddeluff hat mich hierher gebracht. Was? Knuddeluff war das? Ja, das stimmt. Knuddeluff hat nach mir gesucht. Sobald er mich gefunden hatte, bat er mich mitzukommen. Er sagte, er wäre kurz davor, das verborgene Land zu finden. Das war praktisch, denn ich wollte sowieso wieder zu euch stoßen. Wieder zu uns stoßen? Warte mal, das heißt etwa... So ist es. Ich habe alle notwendigen Zahnräder der Zeit gesammelt. Juhu! Jetzt müssen wir nur noch zum verborgenen Land geraten. Lass uns also den Ort mit dem seltsamen Muster finden. Wow! Hier ist Wasser, warte mal. Das ist Meerwasser. Sieh mal, Sefi. Das ist der Höhlenausgang. Von außen konnten wir ihn nicht sehen, weil er im Schatten liegt. Oh, das stimmt. Das Meer ist hinter den Felswänden zu sehen. Es ist fast Abend und wir haben nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Die Flut steigt uns bis hier durch die bis in die Spalte an die Wand. Oh, das ist... Hey, sieh dir das an! Das ist das gleiche Muster wie auf dem Reliktfragment. Ich hole mal das Fragment hervor. Oh, tschüss, voila, es leuchtet! Was zum Teufel war das? Ein Lichtkegel schießt in die Richtung Meer. Was war das? Was ist das? Was ist das? Es kommt näher, es schwimmt! Oh, Monamis! Oh, Foxibello, Zephyron, Reptain, korrekt. Du kennst unseren Namen? Ah, ja, mais oui. Ich wurde von Knuddeluff informiert. Knuddeluff hat sie dir genannt? Dieses Muster an der Wand hat einen Lichtkegel geworfen. Ja, du musst uns nicht alles erklären, wir verstehen schon. Direkt danach bist du erschienen. Kannst du mir sagen, wer du bist? Ich bin La Prasse. Ich gleite euch zum verborgenen Land. Oh, wo war ich, bevor ich ein entgegengenommen habe, ein Telefonat? Ich bin La Prasse. Ich geleite euch zum verborgenen Land. Meinst du das ernst? Du kannst uns einfach dahin bringen? Ihr habt den Lichtkegel aus dem Muster aus der Wand entfesselt, Mary. Das ist das Signal zum Einlass zum verborgenen Land. Es ist jenseits des Meeres. Steigt auf meinen Rücken und ich werde euch über das Meer bringen. Fürchtet euch nicht. Ich bin außergewöhnlich. Ich kann euch alle und noch mehr auf meinen Rücken tragen. Es liegt jenseits des Meeres, das verborgene Land. Sefi, Foxy, gehen wir. Los, über das Meer.